Hallo und herzlich willkommen im Car Range Einblick. Heute werfen wir gemeinsam einen Blick auf diesen 1966er Mercedes 200S aus der Baureihe 108 und ich zeige euch, warum man für Luxus eigentlich überhaupt keine Ausstattung braucht. Das hier ist ein Auto aus der Baureihe 108. Die gab es von 65 bis 1972. Und wir haben hier einen 66er, einen, der ziemlich früh also bestellt und ausgeliefert wurde. Und der wurde mit verhältnismäßig wenig Ausstattung bestellt. Und ich sage euch trotzdem, das ist ein richtiges Luxusauto. Warum das so ist, das klären wir heute erst beim Design, beim Innenraum, der Technik. Wir fahren eine Runde. Am Ende gibt es einen Score. Tim, du siehst doch schon, ein Spiegel reicht ja völlig. Das heißt, wir kommen hier so ein bisschen aus einer anderen Zeit. Aus einer Zeit, wo ein Auto auch ein bisschen was repräsentiert hat. Das merkt man an solchen Elementen natürlich auch immer. Und natürlich, wie stolz hier vorne ja, der Mercedes-Stern droht. Und man kennt es ja so von Fahrzeugen ganz früher. Die hatten hier vorne so einen stehenden Kühler, den man aufdrehen konnte. Und so zumindest dieser Look ist noch genauso erhalten geblieben. Und das sieht schon wirklich schön aus. Allein schon, wie es hier spiegelt. Und das Ganze in einer Farbe, die heute wahrscheinlich als politisch inkorrekt gelten würde, Elfenbein. Und damals war es noch okay, wenn ein Auto von außen Elfenbein ist, am besten auch noch ein Lenkrad in Elfenbeinfarben zumindest hat. Ja, das wäre heute wahrscheinlich ein bisschen schwerer möglich. Und auch diese Abmaße, alles ist so ein bisschen, ja, verschwenderisch ist jetzt übertrieben. Man hat es schon verhältnismäßig konservativ gezeichnet, aber wenn man in den 60er Jahren mit diesem Fahrzeug unterwegs war, hat es allen anderen gesagt, ich habe es geschafft. Und zwar nicht mit Leasing oder irgendwas, sondern ich kann mir was gönnen. Ich bin bei diesem Aufschwung ganz, ganz vorne mit dabei und möchte das auch ein bisschen zeigen. Dazu hat man halt keine riesen Räder, Felgen, irgendwas gebraucht. Was haben wir hier eigentlich für ein Reifenformat? 85/80 auf 14 Zoll. Man ist da wohlgemerkt aber schon von 13 auf 14 Zoll gegangen. Da sind die Räder ein bisschen größer geworden im Vergleich zur Heckflosse, die es vorher gab. Das Design, ja, da kann man jetzt mit einem richtig tollen Namen um sich werfen. Paul Brack und Bruno Sacco, alle hier beteiligt für dieses tolle Design. Ich finde das so in Detaillösungen ganz schick. Das heißt zum Beispiel hier das Thema Lüftung. Alles klar, man muss ja auch Luft in den Innenraum bekommen. Hat dann aber hier so eine Einkerbung drin, einfach nur damit die Scheibenwischer Platz haben. Die laufen wohl immer gegenseitig und auch hier, ja, so ein bisschen Show and Shine muss sein. Und es sieht halt einfach gut aus. Und damals war Luxus halt, ich habe diese hochwertigeren Materialien. Ich habe, ja, Plastik in der Form war auch noch nicht so ausgereift, wie es heute ist. Und das sieht, es ist einfach schön, dieser Spiegel. Die Funktion ist kaum gegeben, denn meine Handfläche an sich ist so groß wie die Spiegelfläche. Da gab es ja auch noch nicht die gesetzlichen Vorgaben, die man heute dafür hat. Aber er sieht halt einfach wunderschön aus. Und wir sehen, die natürliche Klimaanlage ist in dem Moment auch schon aktiv. Das heißt, man hat diese Dreiecksfenster vorne, die man einstellen kann. Man kann natürlich auch das Fenster an sich öffnen. Und man hat halt an allen Ecken und Enden diese Chromelemente. Und wenn man heute alles möglichst dunkel haben will bei diesen, ja, Luxusfahrzeugen, ist es damals so, ich zeige das Chrom, mein Fahrzeug kann das haben. Es darf da auch ein bisschen schwerer sein. Und das ist vielleicht dann so das erste Auto, was man bei den heutigen Maßstäben in diese, ja, obere Mittelklasse packen würde. Damals war es aber so richtige Luxusklasse. Und da steht auch, wenn ich reinschaue, 250S. Das ist aber kein S250. Das heißt, das ist von den Namen her noch keine S-Klasse. Für viele ist es aber die erste S-Klasse. Ja, und das S wurde dann halt auch dafür übernommen, weil es halt eine Sonderklasse ist. Ja, 4,90 Meter lang und auch 1,81 Meter breit. Das heißt, auch da sind wir schon bei ziemlich modernen Fahrzeugwerten. Und ich weiß, Autos wachsen und wachsen und wachsen ja immer. Wenn man dann bedenkt, in den 60ern, dein Nachbar ist stolz, dass er sich einen Käfer leisten kann. Ein Auto, das sich so einfach, ohne mich zu strecken, umarmen kann. So ein kleines, süßes Ding. Oder man holt sich, weil man es geschafft hat, was von Opel oder von Ford. Und hat so kleine, süße Autos. Und dann kommst du damit an. Das ist schon ziemlich repräsentativ. Und selbst Tim hat da so ein kleines Lächeln gehabt und kann das fühlen, oder? Ja, ich fühle das definitiv. Dann natürlich hier in dem Fall noch das Ganze ganz schick mit der Antenne. Ich finde es aber schön, dass wir einfach immer diese Doppelstoßstangen haben. Und apropos Stoßstangen. Für Stoßstangen Ersatzteile zu kriegen, ist durchaus schwierig. Allgemein, ja, Karosserieteile haben gerne mal Rostbefall.
Unsinn ein bisschen schwer zu kriegen. Das könnte man jetzt so sagen, ja gut, das sieht doch Mercedes wahrscheinlich entspannter. Wenn man auf die Mercedes-Webseite geht und bei Mercedes eine Gebrauchtwagenberatung zum 108er liest, sind sie natürlich stolz auf das Fahrzeug und das, was das Fahrzeug erreicht hat. Sie schreiben aber selber rein, naja, du hast Rost hier, da, dort und übrigens Stoßstangen sind schwer zu kriegen und die Teile sind teuer. Wenn die, die die Teile verkaufen, sogar reinschreiben, dass die Teile teuer sind, sollte man vielleicht ein bisschen vorsichtig sein. 250S steht hinten drauf. Das ist wohlgemerkt, also die Basismotorisierung. Und wir haben hier eigentlich so einen tollen Nullausstatter, eine Buchhaltervariante. Aber die zwei Sachen, die ich brauche, um komfortabel unterwegs zu sein, habe ich. Das heißt, wir lesen schon hier, Automatik ist mit an Bord. Da hat man es auch noch stolz drauf geschrieben damals. Und wir haben Servolenkung. Und hier wurde quasi nichts mitbestellt, außer Servolenkung und Automatikgetriebe. Und damit bin ich wirklich bequem unterwegs. Ja, Abgasanlage ist natürlich ein bisschen zurückhaltender, aber allein sowas wie eine Kennzeichenbeleuchtung. Also ich weiß nicht, ob du schon mal eine stilvollere Beleuchtung gesehen hast, Tim, aber das ist schon ja, sehr stilvoll. So, dann machen wir einmal hier hinten auf oder eben auch nicht. Brauchen wir einen Schlüssel und dann geht so ein bisschen die Suche los. Brauchen wir den richtigen? Ich glaube, das ist der rote. Gucken wir einmal. Ja. Vielleicht falsch schon reingemacht. So, das ist schon mal der richtige Schlüssel. Alles klar. Damals war es natürlich noch üblich, dass ein Kofferraum, ein Tank, das Auto an sich, die Zündung, dass ich zum Teil verschiedene Schlüssel habe, auch bei Mercedes. Sowas hat sich noch ein bisschen aufgelöst. Wir zeigen euch gleich eine Einblendung, nachdem wir hier ein, zwei Sachen rausnehmen, damit ihr auch mal genau sehen könnt, wie groß das ist. Damals aber entscheidend war, dass ich mein Reserverad noch hier dabei habe. Und da ist es auch egal, dass an den Seiten mein Kofferraum ein bisschen tiefer ist und ich in der Mitte so eine Art Laufbahn habe. Das bedeutet halt immer, dass links und rechts so ein bisschen die Sachen reinrollen können und ich habe halt auch diese höhere Ladekante. Genau, beim Beladen Reifendruck nach Tabelle richtig stellen, da gab es damals auch noch solche schönen Aufkleber und das Ganze geht sehr, sehr weit nach unten, also von der Tiefe her. Ich habe aber hier von der Höhe gar nicht mal so viel Raum und wenn ich jetzt schätzen müsste, denn Angaben zu finden ist durchaus schwierig, sind es wahrscheinlich 400 und ein kleines bisschen Liter. Ganz interessant ist, ja Tim, das musst du dann filmen, ich habe hier so Befestigungspunkte quasi in meinem Heckblech und da ist das originale Bordwerkzeug mit dabei. Das heißt, wenn ich an mein Werkzeug will, muss ich nicht irgendwo eine Tasche rauskramen oder irgendwie, sondern nein, ich greife hier einmal rein, ziehe das raus und habe einen Schlüssel in der Hand. Wobei man halt sagen muss, das ist diesen Mercedes-Fahrern damals selten passiert, denn er von der technischen Zuverlässigkeit war man da schon ganz weit vorne mit dabei. Und wenn man ihn neu hatte, war ihm auch Rost egal, weil das braucht ein paar Jahre. So, und dann schauen wir mal. Mittelrot heißt die Farbe übrigens, die wir hier innen haben, mit diesem tollen MB-Text. Man sieht ja, die Gurte, das ist ja mal nicht so im Ursprungsgedanken mit dabei gewesen von Mercedes. Da sind wir halt Mitte 60er und dann kann man sich hier so hinfläzen. Ja, Sicherheitsausstattung ist jetzt ein Thema, denn ich habe hier hinten, exakt keine Gurte. Also ich meine 72, 73 irgendwie zu der Zeit ist dieser Knackpunkt, wenn man ein Auto davor bzw. danach hat, braucht man Gurte oder eben auch nicht. Das heißt, wir sind hier in einer gurtlosen Zeit. Das ist also völlig in Ordnung. Kopfstützen habe ich auch nicht, aber es ist doch kein Thema. Jeder hinten kann rauchen, jeder hinten kann sein Fenster aufmachen und hat einen Türöffner. Das reicht völlig. Und ich habe halt überall diese Chromakzente. Also allein schon, dass ich sie hier bei meiner Armlehne jeweils an den Endpunkten habe, das ist so dieser gewisse Luxus. Oder auch hier oben habe ich natürlich die Verriegelung von meiner Tür, beziehungsweise ich kann den Zustand quasi sehen. Und auch da habe ich noch mal so einen kleinen Metallring drumherum. Das ist jetzt nicht das Beeindruckendste. Tim, hast du eine Idee, was mich hier hinten richtig beeindruckt? Die Farbe. Ja, also du hast recht, die Farbe. Auch die Farbkombination bei dem Himmel. Ich habe hier so einen Braun drin und dann wieder so einen Elfenbeinton. Was ich aber toll finde, guck dir mal hier den Scheibenrahmen an. Oh, Holz. Das ist richtiges, also das... Das ist toll. Ich habe in letzter Zeit viele Türen geschliffen. Da kommen bei mir jetzt negative Erinnerungen hoch. Natürlich würde man heute solche Verschraubpunkte nicht mehr haben wollen, aber heutzutage würde man da auch einfach Plastik nehmen. Und da habe ich halt hier dieses Holz und dann dieses MB-Text. Das hat mit Leder erstmal grundsätzlich nichts zu tun und war auch kostenlos. Das heißt, ich konnte zwischen Stoff und dem wählen. Das haben natürlich alle genommen, weil es erstmal wie Leder und ein bisschen hochwertiger aussieht. Und man hat eine Einstiegsleiste in der ursprünglichen Form, nämlich Schutz. Das heißt, man sieht, das ist richtiges Metall und hat hier und da ein paar Kratzer bekommen. Die könnte man natürlich einfach rauspolieren, aber für das Rein-Raus ist das Fahrzeug selbst geschützt. Und eigentlich könnte ich von hier hinten jetzt auch schon das perfekte Innenraum-Review für euch machen. Ich weiß, du schüttelst mit dem Kopf, Tim, und du willst es nicht. Aber du kannst dich hinhocken und darüber filmen, denn auch vorne gibt es keine Kopfstützen.
Und ausstattungsmäßig werden wir schnell durch sein, aber es ist halt einfach so ein Designthema. Und wenn du damit vorgefahren bist und man früher hinten eingestiegen ist und alle hatten diese kleinen Autos und ich sitze so, mit einer ganzen Hand frei nach vorne, mit einer ganzen Hand frei nach oben, seitlich super viel Platz und jeder kann rauchen. Und dann habe ich auch noch, hier kann ich ziehen, Moment, ich gucke einmal, wie das passiert in der Hoffnung. Mittelarmlehne. Und alle kennen ja diese schmalen, kleinen Mittelarmlehnen. Ich steige jetzt bewusst aus, Tim, und dann kannst du zeigen, was wir hier für eine tolle Mittelarmlehne haben. Auch sowas wie Getränkehalter, Ablagefächer. Nichts, ich habe nichts in den Türen, nichts in den Sitzen, nichts in der Mitte. Hier hat man einfach nichts dabei. Hier wird man einfach nur mitgenommen und freut sich drüber. Und dann auch noch dieses Scharnier von den Sitzen. Also du musst da mal so in diese Ecke reinfilmen. Sehr gut, Tim. Los geht's. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall vorne wieder. Da habe ich sogar Ablagefächer in den Türen. Schon beim Einsteigen fallen zwei Dinge auf. Das eine ist, bei außen, beim Türgriff, ist das Schloss mit integriert. Und wir kennen ja viele so 80er, 90er Autos, wo du hier den Griff und da das Schloss hast. Mhm. Das sieht manchmal echt schlecht aus. Sowas hat man schon. Und dann, wenn die Tür zugeht, hat man, wie wir es auch schon mal beim 126 gezeigt haben, diesen Zapfen in der Tür, der quasi in die Karosse dann mit reinfährt. Und wir haben so eine Sicherheitsfahrgastzelle. Und das fühlt sich schon sehr, sehr sicher an, wenn diese Tür zugeht. Naja, klar, Sicherheit, das Auto muss ich auch mich kümmern, denn Kopfstützen tun es nicht. In dem Fall habe ich immerhin einen Gurt, mit dem ich mich beschützen kann. Von solchen Gedanken wie Airbag und Co. sind wir natürlich super weit weg. Und dann habe ich gesagt, naja, man braucht nicht viel Ausstattung, um Luxus zu haben. Denn wir haben ein Servo, wir haben die Automatik, das heißt, ich habe hier meinen Wählhebel, das heißt, ein bisschen nach vorne ziehen und dann nach unten. Und dann springe ich hier einmal durch. Und ja, Tim, wir haben in den letzten Tagen einige Autos gefilmt, zum Teil auch so aus den 80ern und so. Und die hatten Dreigang-Automatiken. Mhm. Dieses Auto ist von 1966 und eine Viergang-Automatik. Komfortabel. Da waren wir auf jeden Fall schon ganz weit vorne mit dabei. Das heißt, hier wird geschaltet, in der Mitte ist dann also einfach gar nichts. Ich habe hier so ein Ablagefach und ich habe diese schönen roten Teppiche. Das passt natürlich ja, ideal mit zusammen. Und die ganze Türtafel ist rot. Da habe ich dann sogar ein Ablagefach, überall diese Chromelemente und halt hier vorne dieses kleine Dreiecksfenster. Das sieht schon wirklich sehr, sehr schick aus. Highlight für mich ist natürlich, dass mein komplettes Armaturenbrett hier mit Holz versehen ist, aber auch das Thema Scheibenrahmen nochmal. Also sowohl in der Tür als auch hier vorne für die Frontscheibe. Das heißt, komplett unter der Frontscheibe läuft das Holz lang, geht nach oben und auch komplett hier oben bis zum Innenspiegel läuft dieses, also ich glaube bei Mercedes haben damals sehr, sehr viele Schreiner noch gearbeitet. Dann ist dieses Ding, da dachte ich mir so, okay, das ist Silber, was ist das denn? Hast du schon gesehen, was das ist oder hast du eine Idee, was das ist? Nee, Brillenhalter. Guck mal, Achtung, bist du bereit? Ja. Oh, Innenraumbeleuchtung. Mhm. An, aus. Solide Lösung eigentlich an der Stelle. Dann habe ich natürlich auch schön große Sonnenblenden. Auf der Beifahrerseite auch mit Spiegel. Ich hoffe, du kannst dich jetzt sehen vor lauter Freude. Mm-mm. Gott sei Dank. Und dann sitzt man hier ganz bequem. Im Kombi-Instrument kriegt man alles, was damals halt wichtig war. Also, was ist, passiert eigentlich gerade mit meinem Öl? Was passiert gerade mit meiner Wassertemperatur? Wie viel Sprit habe ich noch dabei? Dann natürlich auch, wie schnell fahre ich. So eine Automatik, also ist mir die Drehzahl herzlich egal. Und ich habe auch eine analoge Uhr in der Mitte. Und das sind so diese kleinen Luxuselemente. Ich sehe, was ich für ein Fahrzeug habe, habe überall diese Chromelemente und habe halt einfach mehr Holz. An Stellen, wo man sie heute nicht mehr hinbauen würde. Stellt euch mal vor, der Scheibenrahmen bei eurem Auto wäre rundherum mit Holz. Ihr würdet doch denken, ihr fahrt eine Kutsche. Und hier passt es aber irgendwie perfekt mit rein. Und dazu ist man den anderen Leuten im Fahrzeug halt nah und hat trotzdem, hat sie allein hier eine Breite. Heute hat man irgendeine Mittelkonsole, nee, kann man sich mal breitbeinig reinsetzen und kann das Leben so ein bisschen genießen. Das Lenkrad ist natürlich verhältnismäßig groß. Hat man damals gemacht, damit ich auch ohne Servo irgendwie rumkurbeln kann. Ist in dem Fall halt einfach nicht nötig. Blinkerhebel ganz klassisch und hier klein natürlich auch noch ein Lichtschalter, den ich vorhin verzweifelt im Tunnel gesucht habe, weil er beim Dunkeln nicht leuchtet. Inzwischen weiß ich's und kann das auf der Rückfahrt dann ein bisschen besser machen. Und hier unten habe ich ganze drei Warnlampen. Also wer dann wissen will, ob man ein Problem hat oder nicht, ich habe immerhin drei Lämpchen, die mir sagen können, ob ich denn ein Problem habe. Wobei wir technisch wahrscheinlich sehr wenig Probleme haben. Und deswegen kommen wir jetzt auch schon zur Technik. Wie das Raumangebot hier gut. Ausstattungsmäßig kann ich euch nicht viel zeigen. Also klar, ich kann dir noch zeigen, dass hier ein bisschen die Heizung verstellt wird. Und natürlich das Allerwichtigste. Ich habe, Gott sei Dank, kannst du das sehen?
Der ist benutzt. Der ist benutzt. Das ist auch wichtig beim Auto. Also das Auto ist 55 Jahre alt. Wenn er nie benutzt wurde, dann wäre ich so ein bisschen vom Glauben abgefallen. Aber wir sehen hier, ist jetzt nichts weiter groß an Ausstattungsfeature. Wobei mein Handschuhfach ist abschließbar. Kann sein, dass sogar Mercedes dafür ein paar Euro extra genommen hat. Weil grundsätzlich hat beim 250S gefühlt alles Aufpreis gekostet. Aber das wirklich tolle Fahrgefühl kriegt man ja auch so. Automatik, Servo, fertig ist man eigentlich auch schon. Von daher schauen wir mal nach vorne, was denn da technisch so unterwegs ist. Weil wie gesagt, die große Schwäche hier ist irgendwo der Rost. Habe ich mich jetzt wieder selbst eingeschlossen hier im Auto. Also meine Tür ist offen übrigens. Tja. Ich habe mich ja selbst eingeschlossen. Von daher würde ich sagen, ich guck mal, wie ich mich aus diesem Malheur befreie. Du kannst noch mal zeigen, wie toll hier auch die Sitzverstellung aussieht. Und dann schauen wir vorne mal nach der Technik und sehen uns dort. Da bin ich wieder völlig frei. Die Lösung war wie immer mehr Kraft. Ja, nicht ganz so viel Kraft brauche ich hier für die Motorhaubenentriegelung. Die springt dem Tim schon fast entgegen und er wird vom Todesstern aufgespießt sozusagen. Ja, der gute Stern auf allen Straßen, das war so das, was man damals als Image aufgebaut hat. Was schon mal toll ist, ich brauche jetzt hier nichts irgendwo einhaken und Co. Und wir können trotzdem einen kleinen Blick werfen. Was sehen wir denn da? Zündfolgen 153624. Wird wohl dann ein Sechszylinder sein. Und ich sage auch nicht aus Versehen 8 wie im Jeep-Video. Und ihr könnt euch darüber lustig machen. Und wir sehen, der Motor ist in Reihe aufgebaut. Was man auch sieht, ist ein ganz spannendes technisches Detail. Tim, das musst du dann so von hier reinfilmen. Das sieht man dann nämlich ganz gut an den Kerzen. Wir haben paarweise Zylinder. Das heißt, ich habe 2 Zylinder, dann ein bisschen mehr Abstand, 2 Zylinder und wieder ein bisschen mehr Abstand. Heutzutage üblich ist natürlich, dass ich immer einen gleichmäßigen Zylinderabstand habe. Den gab es auch bei diesem Fahrzeug, wenn man sich dann zum Beispiel einen 280er geholt hat. Aber beim 250er, das ist so der letzte Mercedes, wo man diese paarweisen Zylinder hat. Das führt auch dazu, dass er als nicht ganz so vollgasfest gilt. Das war damals vielleicht ein Problem. Heutzutage würde ich sagen, pff, ja, also so viel Vollgas habe ich jetzt eigentlich gar nicht vor, mit dem Auto zu fahren. Das liegt auch so ein bisschen an den Leistungswerten. Im 250er, es gibt einen 250S und einen SE. Der S, so wie in dem Fall mit Vergaser, der SE ist der Einspritzer. Der Einspritzer hat 150 PS, der hier bringt es auf 130. Dann sind wir auch so im Bereich von um die 180, 190 Newtonmeter unterwegs. Weil ich sage in dem Bereich, weil dieses Auto ist 55 Jahre alt. Ich bin um jedes PS, um jedes Newtonmeter froh, dass das Fahrzeug rausbringt. Tim, hast du eine Gewichtsschätzung? Was wiegt sowas? 1,7 Tonnen. 1440 Kilo. Okay, krass. Es ist halt auch einfach gefühlt nichts drin an Ausstattung und da ist das natürlich super. Der Motor liegt auch von der Position her ganz gut. Alles ab hier liegt hinter der Vorderachse. Das sollte ganz gut sein fürs Fahrverhalten. Hier vorne ist nur so ein bisschen was wie ja, Kühler und Co. Und man muss bedenken, ich habe es ja oben mit dem Mercedes-Stern gesagt, der das so wie bei alten Fahrzeugen mit dem Kühler zum Auftreten hat. Hat er auch. Es ist halt einfach nur eine Etage tiefer unter der Motorhaube. Fahrleistung. Wir haben hier eine Automatik. Da würde man ja bei alten Fahrzeugen erwarten, oh, die Fahrleistung von der Automatik sind doch garantiert viel schlechter als beim Handschalter. Naja, spannend ist, der Handschalter hatte ja auch nur 4 Gänge. Und dann muss ich sagen, ob meine Beschleunigungsangabe nun 12,8 oder wie in dem Fall 12,9 Sekunden sind, macht keinen Unterschied. Ob meine Höchstgeschwindigkeit nun mit 180 wie im Handschalter oder 175 wie in dem Fall angegeben ist, macht es eigentlich auch nicht. Und der Verbrauch liegt immer bei 11,7 Liter. Wobei ich sagen muss, heutzutage ist das alles anders. Dieses Fahrzeug muss halt nicht mehr so viel leisten. Er hat eine Hauptaufgabe. Schön aussehen, an die damalige Zeit erinnern und so ein bisschen was repräsentieren. Dieses aufstrebende Deutschland. Das zeigt dieses Auto halt wunderbar, perfekt. Es zeigt halt auch, was man an Technik hat oder eben auch nicht hat. Das Ganze ist ja einfach von der Zugänglichkeit super. Das heißt, es gibt auch größere Motoren. 2,8er davon hat man schon. Es gibt auch einen 3-Liter, es gibt auch einen 350er. Das ist dann quasi der kleine V8. Der 350er und der 280er gelten so als die Motoren, ja, die am zuverlässigsten laufen. Der 250er hat das Problem mit diesen paarweisen Zylindern, dass er nicht ganz so vollgasfest ist. Alle haben wohl so Themen hier und da mit Kolbenringen und die verbrennen gerne mal so ein bisschen Öl. Das heißt, man sollte regelmäßig nach dem Öl schauen. Aber auch da wieder. Ich glaube, in den 60ern und auch in den 70ern war es durchaus üblich, vor längeren Reisen immer nach dem Öl zu schauen, immer nach dem Wasser zu schauen und immer zu gucken, wie es deinem Fahrzeug so geht. Heutzutage steigt man ein, fährt 50.000 Kilometer und sagt, ach, schon wieder ein Service fällig. Und wenn dazwischen noch ein Tropfen Öl gefehlt hat, ist das natürlich super schlimm. Von daher, ja, ist das so in der anderen Zeit völlig okay gewesen. Hauptschwäche von diesem Fahrzeug ist am Ende des Tages aber wohl der Rost. Und wenn selbst Mercedes sagt, dass das Fahrzeug Rostprobleme hat,
Ja, das ist dann aber halt auch so. Man muss aber auch bedenken, es ist eine andere Zeit. Hier ist halt wenig Plastik, viel Metall. Wir haben auch vorne so eine Art Fahrschemel und die legendäre Banane, die sich hier durchspannt. Naja, kann halt alles, wie gesagt, so ein kleines bisschen Rost vorkommen. Aber was hier metallisch aussieht, ist es im Zweifelsfall auch immer. Ja, dann haben wir die Technik eigentlich soweit gesehen und ich würde sagen, wir fahren mal eine Runde los. Wir sehen auf jeden Fall, meine Bremse wird verstärkt. Ich habe eine Verstärkung für meine Lenkung mit dabei. Das heißt, für mich wird es jetzt eine super easy, easy Fahrt, die wir vor uns haben. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns das doch mal an, wie das Ganze funktioniert. Tim, haben wir irgendwas ganz Wichtiges vergessen? Nö. Ja, wir haben natürlich vergessen, dass im Gegensatz zum Vorgänger die Kurbelwelle 7-fach und nicht mehr 5-fach gelagert ist. Das Auto dadurch ein bisschen ruhiger läuft. Und man muss halt bedenken, der Vorgänger war halt die Heckflosse. Und jetzt stehen wir jemanden im Weg und der wird sich gleich tierisch aufregen. Ich rede aber einfach trotzdem in dem Moment weiter. Und technisch sind diese Fahrzeuge unglaublich eng miteinander verwandt. Das bedeutet, wir haben hier ja den neuen Wein in den alten Schläuchen so ein bisschen verpackt. Das merkt man auch daran, dass der Radstand klitzegleich ist. Na, siehst du, haben wir doch mal ein modernes Fahrzeug drauf. Dann hat man auch diesen Unterschied zwischen sowas und einem modernen Fahrzeug. Du schüttelst nur mit dem Kopf. Ja, schon. Wurde deine Abneigung gegenüber Menschen gerade wieder größer? Ja, ich würde jetzt sagen, du bist BMW-Fahrer, aber ich zähle mich ja selbst dazu. Sollen wir dir eine Therapiestunde buchen? Bitte. Okay, also wir therapieren jetzt mit der besten Therapie, die man noch haben kann. Nämlich an einer kleinen Zeitreise zurück in die 60er, als die Welt noch in Ordnung war, mal alleine auf Parkplätzen, weil einfach niemand ein Auto hatte. Und von daher fahren wir jetzt doch mal los. Ja? Und dann sehen wir uns da. So, dann starten wir mal das gute Stück und auch unser Fahreindruck. Also geht ein Auto an. Dann ist ganz spannend, man zieht es zu sich und nach unten und hat dann so eine Mercedes-Schaltkulisse. Das heißt, man muss da so ein bisschen ja diese Form sozusagen mitgehen. Haben wir gleich den ersten Wendigkeitstest, was hier knapp ist. Und passt ganz gut. So, genau, rechts vor links. Alles kein Problem. Und dieses alles kein Problem ist so ein bisschen die Überschrift davon, wie das Teil fährt. Denn schalten muss ich nicht. Lenkung geht schön einfach. Übersichtlichkeit. Da vorne dieser Mercedes-Stern verfiele ja irgendwie Prestige-Symbol oder auch das Anti-Symbol, was man irgendwie ja abreißen und mitnehmen muss sozusagen. Aber das erleichtert die Übersicht schon deutlich. Nach hinten, ja, fehlen uns die Heckflossen jetzt. Aber da muss man halt wissen, wie lang sein Auto ist. Seitlich, auch da so ein Thema. Ich habe halt nur einen Außenspiegel. Das macht das vielleicht an der Stelle ein bisschen schwieriger, aber... Und schon ist man unterwegs. Das fahren wir auch gute 50, sogar mit offener Scheibe. Und ich kann mich hier noch gut unterhalten. Der Motor ist halt schon, ja, merklich zu hören, aber das, was dann irgendwo halt meine Luxusdefinition ist, mal schon mal das Licht vorsorglich an, so. Was meine Luxusdefinition ist, ich habe es bequem im Auto, kann mich unterhalten, das Auto hat so ein bisschen Bewegung in sich und sogar, ja, geschaltet wird für mich, wenn manchmal halt auch so ein bisschen, ja, später als sozusagen gedacht, aber... Klappt doch ja eigentlich ganz gut, wie wir unterwegs sind. Und man rollt und alles kommt so ein bisschen auf Temperatur. Ja, wobei auf Temperatur, es ist halt ordentlich warm. Eine Klimaanlage ist das, was man so als, ja, moderner Mensch erwartet. Wobei dieses MB-Tex hier, das ist ja deutlich weniger klebrig, als man das irgendwie erwarten würde. Und das funktioniert auf jeden Fall schon mal ganz gut. Durchzug, also auch auf jeden Fall vorhanden. Und es ist halt so ein Dahingleiten. Ich bin jetzt ganz entspannt. Ich sehe vor mir eine neue S-Klasse, aber egal. Ich habe meinen eigenen schönen Stern.
Ich habe dieses Elfenbein und ich habe auch diese einzelnen Wölbungen. Vor allem, was das für eine riesen Motorhaube ist, mit der ich auch auf einer Höhe bin. Das heißt, ich bin nicht so erhöht, beziehungsweise die Haube geht nicht so nach unten weg zum Fußgängerschutz und kurz, sondern ich kann sie komplett überblicken, weil es quasi eine große Tischplatte ist vor mir. Und das Fahrgefühl ist super einfach. Man muss aber bedenken, in den 60ern, was da für Büchsen unterwegs waren, die schwer zu schalten waren, die viele technische Probleme hatten. Und diese ganze Autoindustrie war halt nicht auf dem Level, wo sie jetzt ist. Hier das Auto, du steigst ein und fährst. Wir hören so ein bisschen das Unterdrucksystem bei dem Fahrzeug jetzt hier. Und klar brauche ich ein bisschen Kraft, um zu bremsen. Aber so an sich geht es doch echt gut. Ne? Muss ich nur beachten, dass ich meinen Blinker an der Stelle nicht zurückstelle. Und schon bin ich wieder in meinem Innerortstempo. Und Ruhe ist hier und man rollt am Blitzer vorbei, ohne dass es einen sonderlich juckt. Und dieser Fahrkomfort, das ist das, was ich versuche, euch so ein bisschen rüberzubringen, dass das Auto einfach abholt. Und ob der jetzt nun seine 130 Vergaser PS oder 150 Einspritzer PS hat oder man einen von den größeren Motoren zum Teil mit bis zu 200 PS hat, ist eigentlich egal, weil um die Geschwindigkeit geht es mir jetzt wirklich nicht in dem Moment. Ich weiß auch nicht, ob er noch all seine 130 PS so wirklich zusammen hat oder ob da das eine oder andere Pferdchen im Laufe der Zeit verloren gegangen ist. Aber egal, wenn ich rückwärts fahre, mache ich meinen Arm hier hin, schaue mich nach hinten um. Da kommt dann noch ein Schulterblick her, weil hier kannst du auch einen Schulterblick machen. Ich habe hier eine Vielverglasung, eine super gute Übersicht. Da kann man auch den Spiegel weglassen, weil ich kann mich ja zur Seite drehen. Ich kann dann ganz herzlich so fahren. Da ich eine Servo habe, brauche ich nicht mal beide Arme. Ist natürlich jetzt für die Fahrsicherheit nicht zu empfehlen. Ihr nehmt natürlich immer zwei Arme. Aber das ist auf jeden Fall schon eine coole Nummer, wie man hier unterwegs ist. Und bei so einem Auto, das heute nicht mehr alltäglich für den regnerischen Weg zur Arbeit, bei dem man die ganze Zeit telefonieren muss, irgendwie genutzt wird, sondern mehr so für die schönen Momente, da ist das eigentlich genau richtig. Denn es ist einfach zu fahren und Geschwindigkeit ist völlig egal. Was halt auch auffällt, er ist angenehm weich. Das heißt, ich habe so eine gewisse Bankbewegung drin. Aber jetzt fahren wir zum Beispiel gleich über ein paar Straßenbahnschienen. Achtung, Straßenbahnschienen. Und man hört sie mehr, als dass man sie spüren kann. Und das ist ein großer Komfortpunkt. Aber 185, 80 auf 14 Zoll, dann nimmt natürlich der Reifen auch schon viel ab und das Ganze ist auch so konzipiert. Hinten haben wir wohlgemerkt eine Pendelachse. Pendelachse bedeutet immer, dass wenn ich so im Federn, im Lenken, wie auch immer bin, mein Sturz sich und meine Fahrwerkshöhe sich verändert. Man hat eine Ausgleichsfeder, um dem Ganzen so ein bisschen entgegenzuwirken. Aber wenn man es jetzt wirklich krachen lassen würde, ist das so ein Fahrverhalten, das muss man kennen, wissen und wollen. Pendelachse ist auch sowas, das kennt man irgendwie von Käfer und Co. Also eher eine alte Konstruktion. Dafür haben wir vorne Doppelquerlenker. Man merkt halt so, wie der technische Fortschritt sich da immer verändert und verändert hat. Das ist halt einfach schön bequem, wie wir unterwegs sind. Klar, wie gesagt, ein bisschen mehr Arbeitskräfte hier und da. Aber das geht alles echt schon ganz gut. So, dann. Ja, das sind ja nette Menschen. Also reingelassen wird man in Bielefeld echt super, wenn man hier unterwegs ist. Lassen wir das mal so im Raum stehen. Das ist so das grobe Fahrverhalten. Ich gucke gleich mal, wenn wir in Bewegung sind, dass ich euch noch zwei sinnvolle Sätze sage. Ja, aber viel lässiger geht's nicht. Ich meine, ich habe das eine Bein schon nach oben, weil ich es gerade nicht gebrauchen kann. Habe meinen Arm hier zur Seite und dass ich auch mal so einen Moment stehe, ist überhaupt kein Problem. Dann rollt man da wieder ganz entspannt weiter, stellt sich wieder hin und gut ist. Was halt auch lustig ist, ich habe diese Scheibenwischer, die gefühlt mitten auf der Scheibe. Hallo GoPro hinten, hallo Tim. Wenn er das sehen kann, wie hoch diese Scheibenwischer da stehen und auch wie mächtig zum Beispiel die neue S-Klasse wird, wenn man vorhin steht. Das ist halt einfach so eine Zeitreise. Und ich habe halt hier Holz, Holz, Holz und ich habe halt doch zum Teil so unterschiedliche Farbtöne, weil Holz ist als Naturstoff, altert natürlich immer unterschiedlich und das alles spüre ich. Und das Ganze hier riecht einfach nur nach Autofahren und so dieser Geruch der 60er, 70er, den hast du hier sofort. Und auch dieses, es gibt keine Regeln für gar nichts. Ich habe hinten keine Gurte, ich habe vorne einen mini kleinen Spiegel. Und das erfüllt man sich halt schon so wild und frei sozusagen. Und dann würde ich sagen, gucke ich gleich, dass ich nochmal so ein bisschen einen kleinen Innerortssport hinlege. Und dann haben wir das Fahren doch auch schon geschafft. Da beim 250S, das S ja nicht für Sportlichkeit steht, ist das Sportlichste heute, an der neuen S-Klasse einfach dran zu bleiben.
die einen so schnell erstmal nicht ab. Das heißt, du kriegst hier gleich nochmal. Naja, ist ja nicht so, als würden wir zusammengehören, wenn wir hier unterwegs sind. Und ist ja nicht so, als ob das lokale Leute sind, die wissen, wie die Straßen hier verlaufen. Das heißt, wenn wir jetzt hier mal so eine Auffahrt haben und ein bisschen Leistung brauchen, dann... haben wir dann halt diesen deutlichen Schaltvorgang. Und schon wird ordentlich Tempo aufgebaut. Dann war es das jetzt vom Fahreindruck. Ein bisschen rein Sechser-Sound. Und jetzt gucken wir doch mal am Fazit, wie viele Punkte es da so gibt. Denn hier schwingt auf jeden Fall ganz, ganz viel Charme mit. Und ganz wichtig ist, die neue S-Klasse kann uns nicht abhängen. Zumindest nicht innerorts. Wenn wir es noch mal lenken, dann alles klar. Jetzt habe ich das Auto neben mir natürlich ein bisschen schockiert. Dann habe ich hier halt sofort die Bewegung drin. Und ihr seht auch, wie viel Lenkung ich mache. Mein Herz ist aufgegangen und wir sehen uns jetzt im Fazit. Für Luxus braucht man keine Ausstattung. Das zeigt dieses Auto perfekt. Wenn man erstmal drin sitzt, ist angenehm weich. Geschwindigkeit spielt überhaupt keine Rolle. Man muss sich um Schalten nicht kümmern. Man kann einfach lenken. Und man schaut immer nach vorne und sieht diesen Mercedes-Stern. Das klingt jetzt so ein bisschen nach diesem deutschen Image-Gefasel oder sowas. Aber man fühlt sich einfach wohl, wenn man damit unterwegs ist. Und es ist sau bequem. Und wenn man sich dann vorstellt, wie man in den 60ern unterwegs war, wenn wir andere Autos der 60er Jahre uns anschauen, oh, das war schon was. Und heutzutage kommt halt einfach ganz viel damit. Allein schon, wenn du siehst, hier ist ein Grill. Und direkt dahinter ist halt wirklich ein Kühler, der auch wirklich diese Form hat und solche Besonderheiten. Alles, was halt heute so untergegangen ist, dass ich hier sehen kann, dass ich einfach Holz habe. Und ich auch sehe, ich könnte das jetzt auch nochmal schleifen, damit ich eine glatte Oberfläche habe. Und dann so ein bisschen Hartöl oder ähnliches drüber. Und dann habe ich eine neue Oberfläche. Also das kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Das Auto hat aus meiner Sicht ein Problem. Das ist, ja, man könnte sagen, der Rost, aber eher die Preise in Kombination mit dem Rost. Denn ob ich nun so ein Ding restauriere oder eine Pagode restauriere, kommt wahrscheinlich preislich von Blech, Lack und Co. auf das Gleiche raus. Der Unterschied ist halt nur, wenn ich eine gute Pagode am Ende habe, kann ich 70.000 oder 100.000 oder ähnliches dafür verlangen. Für den hier nicht. Da gucke ich rein und sehe so bei 15 Autos, die schon ganz nett aussehen. Bei 20 wirklich cool. Und wenn ich 25 in die Hand nehme, oh, da habe ich auch schon so Farbauswahl und ähnliches, wenn ich mich für so einen 250er interessiere. Klar, wenn ich auf solche Ideen wie einen 6,3 Liter oder ähnliches komme, da wird es dann wirklich schwierig. So wie gleich Menschen auf uns zulaufen, die wahrscheinlich uns unterbrechen. Einfach werden. Durchziehen. Das wird schwierig. Okay, wir ziehen einfach durch, hat Tim gesagt. Auf jeden Fall gibt es bei der Anschaffung ganze 6 Punkte. Denn ich kriege viel Blech fürs Geld für Mercedes aus der Zeit. Und das ja, funktioniert doch ganz gut. Es ist halt die günstige Alternative zu ja, Pagode und Co. Beim Unterhalt gibt es dann 5 Punkte. Der Verbrauch sollte eigentlich kein Thema sein. Dass der natürlich zweistellig ist, ist erstmal kein Problem. Ah, hinter dir wird es gerade kribbelig. Okay. Eher ist halt das Thema, wie gesagt, Rost oder ähnliches zu beseitigen, ist halt bei einer Pagode deutlich interessanter als bei diesem Fahrzeug. Daher diese 5 Punkte. Beim Platzangebot gibt es dann 8 Punkte. Ja, Tim, guck nicht so verwirrt. Ich sitze hier vorne wirklich gut und ich sitze auch hier wirklich gut. Das heißt, bei der aktuellen oberen Mittelklasse, die auch so um die 4,90 Meter lang ist, habe ich nicht wirklich mehr Platz hinten. Und auch mein Kofferraum ist nicht wirklich größer. Er ist halt nur vielleicht ein bisschen nutzbarer geformt mit weniger hoher Ladekante als hier. Aber der eigentliche Platz ist wirklich gut. Vor allem auch, wenn man denkt, was hier für eine riesen Front mit unterwegs ist. Dann beim Komfort gebe ich ihm auch ganze 8. Solange ich halt nicht schnell fahre, das ist auch, gebe ich ihm 1-2 Punkte mehr als nötig sind. Also dieses, ich rolle dahin mit meiner Automatik, dem offenen Fenster, also meiner manuellen Klimaanlage, da ist wirklich die Freude schon sehr groß. Und beim Wiederverkauf gebe ich ihm 7. Die Preise, na, wirklich fallen werden die aus meiner Sicht nicht, aber viele orientieren sich halt nach anderen Mercedes-Modellen. Und hier steht halt noch nicht S-Klasse drauf. Das ist für viele die erste S-Klasse, aber halt nicht für alle. Das macht es manchmal ein bisschen schwieriger. Aber auf jeden Fall 34 Punkte für meinen Kopf, was echt verdammt viel ist. Und so war es ja auch damals ein vernünftiges Auto. Man könnte, wie gesagt, dieses Buchhalterausstattung so sagen. Wobei, man muss schon ein echt ordentlicher Buchhalter gewesen sein damals, um so ein Fahrzeug zu fahren. Ja, und dann kommen wir zum
den Themen für das Herz. Und beim Design gebe ich ihm ganze 8 Punkte. Ich finde das Auto wirklich schön und auch halt in dieser tollen Farbe Elfenbein. Dann zu wissen, dass ich auf der anderen Seite keinen Spiegel habe, diese schönen Dreiecksfenster. Also da kommt schon echt viel Nostalgie mit auf. Beim Fahren gibt es 5. Also beim Fahrspaß, ja, für Spaß war das nicht gedacht. Das Ding fährt modern, das ist halt der Punkt. Du steigst in ein 55 Jahre altes Auto ein, lenkt, bremst, fährt, alles ganz normal, schaltet sogar für dich und du hast keine Probleme. Bei anderen Autos aus den 60ern, da wird es erstmal kribbelig, wenn du unterwegs bist. Hier, nee, musst halt beachten, dass du keinen Spiegel auf der Beifahrerseite hast, aber dann läuft das schon alles irgendwie. Bei der Ausstattung gibt es 3 Punkte. Man kann natürlich deutlich mehr haben als hier. Es gibt damals auch solche Ausstattungsweisen wie ein Autotelefon. Man muss ja nur bedenken, das Autotelefon hat mehr gekostet als die meisten anderen Autos, die unterwegs sind. Also das ist echt verrückt gewesen. Es gab auch kleine Ausstattungsoptionen, die zum Beispiel 15 Mark und ähnliches gekostet haben. Oder dieses Autotelefon, was glaube ich bei 7.500 Mark war, ein Betrag, der für die damaligen Verhältnisse unvorstellbar ist. Beim Klang gibt es 6, solider 6-Zylinder-Sound, hält sich meistens zurück, den will man auch gar nicht so hoch drehen. Dafür ist er nicht da, es ist halt mehr so zum Gleiten und Rollen. Und beim Image zu guter Letzt nochmal 8, denn es ist für viele die erste S-Klasse. Und wenn er so dasteht in diesem Elfenbein, also ist schon wirklich schick. Nur manche können dann nichts damit anfangen und sagen, ja, warum hast du dir denn kein Coupé, kein Cabrio, nicht so irgendwie, ja, was Sportlicheres geholt? Und die verstehen das nicht so ganz. Macht 30. Und das heißt auch, dass dieses Auto für meinen Kopf, also für meinen Kopf besser als für mein Herz ist. Und das sagt schon einiges aus, dass es damals ein ordentlicher Mercedes war. Ja, Tim, guck nicht so traurig. Sag doch auch mal ein Wort. Was soll ich dazu sagen? Wir sind vor einer Hundeschule, glaube ich. Naja, so ist das Leben. Macht auf jeden Fall 64 Punkte. In Summe für den 66er 250 S, den wir uns heute angeschaut haben, aus der Baureihe 108. Ihr seid noch eure Meinung gefragt. Darf man dazu erste S-Klasse sagen oder nicht? Denn einige hatten mich schon, ja, dumm angemacht, dass ich beim 190er-Video gesagt habe, naja, es ist ja für viele die erste C-Klasse. Das kam nicht so gut an. Von daher, wir sehen uns in der nächsten Folge. Euch bis dahin immer gute und sichere Fahrt. Ciao.